Es gibt neue Allies. Und zwar Rick, Kini und Ku. Aus Kirby's Dream Land 2 schauen vorbei. Beziehungsweise auch der Max. Aus Kirby's Superstar. Und Gooey. Aus Kirby's Dream Land 3. Das sind die DLC-Charaktere. Die sind übrigens gratis. Also ihr braucht die. Es gibt noch ein neues Erinnerungsbild. Insgesamt sind es jetzt 9. Die Erinnerungsbilder sind übrigens nicht 100%. Also es zählt nicht zu den 100%. Aber was auf alle Fälle zu den 100% zählt. Ist dieser Powerplanet. Hier können wir Power-Ups bekommen. Und das ist ja, es sind eigentlich egal welches. Und es sind alle vorhanden, ne? Warte, gibt's auch ein Secret? Mach du mal hier das ganze Feuerchen weg. Okay. Stecki. Teufel. Okay, da gibt es noch ein paar kleine Secrets. Das da ist Kugelblitz. Fuck. Was ist das denn? Ein Bezwinger alle Gegner rauf oder was? Okay. Das ist eine Milchflasche. Aber ich brauche auf alle Fälle irgendeine Fähigkeit. Hauptsache jetzt nicht Schilder. Ich glaube, ich habe gerade den Meme eingesaugt. Das ist so geil. Den kann man so geil schießen. Jetzt eine unendlich lange Welle. Oder Gegner. Nee. Ich
What? Wer kommt mit? Warte. Es ist ja noch lange nicht alles gewesen. Okay, was ist hier los? Wir auf alle Fälle trauen. Schall jetzt. Stecke weg. Wir stecken Stecke weg. Eisbert ist jetzt halt am Start. Okay, jetzt bin ich aber gespannt, was... Oh, guckt euch das an, was ich gerade gemacht habe. GG. Na, jetzt. Haut ab. Doppelbonkers.
Oh, du bist so doof. Statt Strahlhex. Doppel-Kawasaki. Maxi ist gerade down. Ich muss die Angriffe ausweichen. Warte. Hier kommt Stillleben. Stillleben. Stark geschwächt. Was denn? Ja. Und was bringt mir dieser Raum?
Also das ganze Zeug will ich jetzt noch nicht mehr nochmal machen. Schlaf, Kirby. Aber sonst gibt's hier nichts. Wie soll ich mir das jetzt hier erklären? Putzfibbel! Ja. Aber was bringt mir... ein Raum? Nix, ne? Levelliste. Powerplanet, nee. Ich glaube, das ist... sicherlich nicht umsonst da, aber... egal. Denn wir sind auch da hergekommen, Zusatzplanet Delta zu spielen. Ui. Oh, das ist Kirby. Dreamland Theme. Das Hunter Remix. Hört sich an wie Smash. Wir nehmen den Gym mit. Putzfimmel haben wir ja bereits. Und ich glaube, das ist auch der wahrscheinlich letzte Part in diesem Spiel. Warum? Scheiße. Warum es der letzte Part ist. Grund: Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Switch steht kurz bevor. Und ich möchte mich natürlich dann auf das neue Spiel vorbereitet sein. Hier ist sonst nichts. Jo. Ich gehe erstmal. Tschüss. Hier geht's weiter. Oh. Ach ja, genau, die Katze ist cool. Ja, hier haben wir auf alle Fälle solche Doppeltüren. Wir schon mal ganz easy getrennt werden. Ich fliege hier das Hexenmacher rum. Ich gehe davon aus, dass da oben nichts war. War schon vielleicht keine so schlaue Idee. Wir nehmen auf alle Fälle einen Peitschentypen mit, statt dem Kopf. Und natürlich stehen wir einen der Köpfe gegenüber. Doppelpack. Thank you.
Warte. Chili. Der ist mal ausgewechselt. Ich finde diese Katzenverwandlung voll cool. Egal. So, ich hoffe, wir dürfen gleich weitergehen. Aber hier gibt es auf alle Fälle noch so ein glitzerndes Puzzleteil. Okay. Wir gehen weiter. So, Westerner Gym. Ja. Oh, hier müssen wir zu viert die Tür öffnen. Das heißt, jeder hat jetzt seinen eigenen Abschnitt. Yep. Ach du Scheiße. Wenn das mal nicht mega verwirrend werden wird. Aha. Ich habe hier ein Puzzleteil gefunden. Okay. Ansonsten war bei euch nichts. Also bei mir war nur das Puzzleteil anscheinend. Ups. So, jetzt wieder so ein kleiner Teilungsruf. Okay, wie sind wir jetzt aufgesplittet? Ja, ich muss da hoch. Runter. Ich muss anscheinend hier hoch. Ah, Trottel. Achso, ich muss da hoch. Ja, da hoch. Ah, war ja klar. Okay. Okay, ich muss das ja auch machen, ne? Okay. Boah, Alter. Das sieht man fast gar nicht. Okay, was haben wir hier oben? Warte. Ich glaube, den brauchen wir. Oh, Kawasaki. Dann weg. Nein! Du Trottel! Spaß. Den hätten wir gebraucht. Packen wir Westerner weg. Denn Jim bekommt jetzt den Feuerboost. So, das Putzel-Jojo. Kann da hoch, ne? Okay. Ja, lauf! So. Was? Ja, moin. One up.
Das ist das Glitzerpuzzleteil. Noch ein One-Up. Okay, ich glaube. Ist die Katze. Nein, mein Putzwibbel! Diese Fähigkeit. Wenigstens sind wir hier schon mal los. Stirb doch. Okay, let's go. So, jetzt machen wir uns einen wundervollen Sternflug, den Freundesstern. Warte. Wir sind ja mit dem Ständer voll okay. Ja, mit dem Puzzleteil. Schon. Wir haben hier das Wasser, was bringt. Oh, Doppelstrahlhex. Aua. Aua, Alter, wie viel Leben die abziehen. Aber interessante Kreis. Aber oh. Das ist bon. Oh, Iggy Woods. Der hier. Boah, der brennt. Ich habe jetzt gerade den Secret Kill gemacht von Wispy bzw. Iggy Woods. Warte. Sieht aus wie ein Gameboy. Weil, müsst ihr mal vorstellen. Das hier ist das Steuerkreuz, hier ist die B und hier ist die A-Taste. Ich glaube, das hier ist der Bildschirm. Ja, moin! Jetzt haben wir die gute alte Gameboy-Grafik in HD. Und ja, so sah damals die Gameboy-Grafik aus. Und
ich glaube, es ist kein Spielfehler. Und tatsächlich auch noch die gute alte Kirby's Dreamland Musik. Das ist irgendwie voll cool. Ah, ich glaube, das ist ein Bonusraum. Okay, was gibt's denn hier? Ah, Heilung. Oh, das ist so eine schöne Musik. Weißt du was? Nee. Nur so aus. Oh, das ist so gute alte Gameboy-Grafik. Oh! Wie cool! We love Kirby! Oh, ist das cool! Oh, wie geil! Ist doch so! Wir alle lieben Kirby! Ein Daumen hoch für diese wunderschöne goldene Statue. So. Hä? So, Moment. Ach so, das ist das Ziel. Okay, der finale Sprung. Oh, reicht nur für Platz 2. Aber wir alle haben Kirby lieb gewonnen. Genauso wie ich. Der große Kampf im Labyrinth. Drei Erinnerungsbilder haben wir jetzt voll. Es war ein sehr, sehr schöner Level. Wir haben jetzt zwar jetzt nicht die offiziellen 100%, aber die offiziellen 100% sind ja doch ein bisschen zu viel. Denn ich wollte eigentlich den hier abschließen, den Story-Modus. Vielleicht machen wir mit Dings da Elise die ultimative Auswahl und den Rest ein anderes Mal. Vielleicht wird noch ein. Aber somit beenden wir hier den Story-Modus. Ich weiß nicht, ob ich das mit Fragezeichen, Lust-Stylist, Hackmeister, ultimative Auswahl und die Stern-Slam-Helden noch zeigen werde. Das werden wir schon noch sehen. Aber ich werde mich auf Donkey Kong Country Tropical Freeze konzentrieren. Mich für darauf vorbereiten tatsächlich. Und deswegen beenden wir hier erstmal Kirby Star Allies. Bis dann und ciao, meine lieben Leute. Und danke fürs Ansehen. Bis zum nächsten Projekt.